So, zweiter Teil vom Interview mit dem Herrn Bär. Du hast jetzt etwas in der Hand, den Desktop for Education. Ich muss meine Kamera tun. Ja, sehr gut. Und ich sehe, da liegt auch ein Stick dabei. Was hat es mit diesem Stick auf sich und mit der CD? Gut. Ich habe also in Zusammenarbeit mit Schülern auch immer schon Schüler eingesetzt bei mir in die Netzwerkwartung. Und aus dieser Arbeit heraus habe ich eben gemeinsam mit Schülern diese DVD entwickelt. Diese DVD gestattet es jetzt nun ganz einfach mit wenigen Fragen zu beantworten, eben ein komplettes Schulnetzwerk zu installieren. Das heißt, ich stecke diese DVD. Server und Client, ja, richtig. Ich stecke also die DVD in einen Rechner hinein und sage, ich hätte gerne einen Server für Education installiert, muss 4 Fragen beantworten und dann läuft die Installation vollautomatisch weiter ab. Und das ist ein Brot an der an ja, das läuft, bei uns an der Schule seit 2003 läuft dieses System. Sehr gut. Und dieselbe DVD noch einmal hineingesteckt in einen Schülerrechner, gestattet es mir eben, einen Schülerrechner auf die Art und Weise zu installieren. Ich stecke die beiden Rechner zusammen und habe ein fix, fertig vorinstalliertes Schulnetzwerk. Okay. Das heißt, hier am Server bereits ist ein Webserver drauf, auf dem Webserver ist eine Lernplattform Moodle drauf, ist bereits Joomla drauf als Content-Management-System. Alles, was sich ein Lehrer wünscht. Der Schüler-Desktop hat jede Menge Bildungssoftware drauf, 1 GB Bildungssoftware drauf, sollte an sich von der Volksschule bis hin zu den höheren Schulen alle Schultypen abdecken. Was für einen Schultyp hast du in deiner Schule damit gemacht? Ich unterrichte an einem Gymnasium. Und die Software hier drauf haben wir modular eben aufgebaut. Das heißt, ich kann mir je nach Schultyp die entsprechenden Module installieren und auch wieder deinstallieren. Verstehe. Dasselbe gibt es auf einem USB-Stick? Ja, es gibt jetzt hier auch eine Live-Version von diesem System, vom Schüler-Desktop. Der enthält auch eben jede Menge Software. Auf einem 4 GB Stick hat eben das System, Betriebssystem und Anwendungssoftware drauf Platz. 2 weitere Gigabyte sind reserviert für ein FAT32-System. Das heißt, hier kann man die Daten abspeichern und auch von einem Windows-Betriebssystem aus auch auf diese Daten also zugreifen. Also ein Live-System mit persistenten Home-Daten. Ja, genau. Ja, jawohl, jawohl. Können die Schüler auch eigene Software drauf installieren, wenn sie Zugang zum Internet haben? Können sie nicht. Können sie nicht. Das ist also fix drin. Das ist ein ISO-File, also das ist nicht veränderbar. Ist drauf, wie bei einer Ubuntu-CD, ist drauf so ein Icon, mit dem die Schüler die Festplatte ihres Computers zerstören können, indem sie dort Linux drauf installieren? Haben wir an sich nicht gemacht, aber sie können hier sich als Root einloggen und können diese Spielchen natürlich machen. Wenn sie sich als Root einloggen können. Richtig, ja, das können also sie ja. Also potenziell gefährlich. Ja, da muss man sich über das BIOS schützen, dass man den erst gar nicht starten lässt. Verstehe. Und diese potenziellen gefährlichen Betriebssystem zerstören, die verteilst du gratis an österreichische Schulen? Nein, verteile ich nicht gratis, die verkaufe ich um 10 Euro. Du machst doch noch Geld damit. Gut, die CDs oder die DVDs, kriegt die eine Schule gratis, wenn sie sich dafür interessiert? Ja, die kann an sich jeder gratis haben von uns. Ja, jedermann. Okay. Auf den DVDs sind, glaube ich, auch Videokurse drauf? Richtig. Ja? Diese Box enthält eine weitere DVD von der Firma Video to Brain. Ja. Und hier ist eben ein Videotraining drauf für OpenOffice.org 3. Mhm. Das heißt, hier sind 14 Stunden Videos drauf, mit denen man eben sich das ganze OpenOffice eben das heißt, erlernen, selbst erlernen kann. Der Lehrer legt die DVD rein, sagt, schaut es an und geht zum Beispiel, raus. Ja. Ich habe es bei mir in der Schule installiert, am Server. Kann man so über den Server und anschauen. Die Schüler schauen sich das an? Und ja, ich sage, bitte, heute schauen wir uns da hier dieses Kapitel, also Sie, Serienbrief und OpenOffice an. Und dann bitte schreiben wir gleich nächste Stunde einen Test drauf. Das funktioniert, also die lernen von der Videolektion. Ja, das ist wirklich wunderschön aufbereitet und man kann eben wieder stoppen, zurückblättern, wenn man etwas nicht verstanden hat und jederzeit nachschauen, wie es funktioniert. Okay. Ja, was sind deine Erfahrungen mit anderen Schulen? Hast du das Projekt auch an andere Schulen verbreiten können? Hast du da Rückmeldungen gekriegt oder sind die eher sehr zögerlich, die Kollegen? Die Kollegen sind sehr zögerlich. Ja. Wir betreuen vom Team aus einige Schulen, zum Beispiel die Volksschule am Tabor in Neusiedl. Das ist eine Pilotschule, die wir also persönlich betreuen. Da fahren wir also hin. Aber das läuft dort sehr gut. Der Kollege dort ist wirklich sehr begeistert, hat auch Smartboard im Einsatz. Auch am Smartboard haben wir Desktop Education installiert. Und er ist also begeistert von diesem System. Okay, gibt es eine Firma, wenn sich eine Schule jetzt interessiert für das, aber selber keine Leute und Ressourcen hat, die ihr dabei helfen würde? Ja, es gibt Firmen. Ja. Ja, eine ist sogar in Wien und eine in der Steiermark. Die kann man also kontaktieren. Ja. Die kommen und installieren das System und auch je nachdem mit Wartungsverträgen warten auch das System. Sehr gut. Wenn jetzt aber die Schule eigene Leute hat oder Schüler, können sie sich kein dann Problem. Mit der Software downloaden kein Problem. Und gratis beziehen. Sie können auch hier an Support schreiben. Gibt es also Support-Tätigkeit.
info@df4e.at und da kriegt man also professionelle Antwort, okay, wenn es Probleme gibt. Wie ist das, wenn sich der österreichische Lehrplan ändert? Machst du dann neue Versionen deiner Software? Wir sind dabei, dieses Projekt eben jetzt per Ausschreibung an das Ministerium zu bringen. Mhm. Gibt es also eine Ausschreibung, die heißt Future Learning, da sind wir dabei. Mhm. Wenn wir da einen Zuschlag bekommen, haben wir an sich garantiert, mit jeder Release vom Betriebssystem eine neue DVD rauszubringen. Da gibt es auch dann über eine Firma, Bitmedia, einen First-Level-Support, den man anrufen kann jederzeit während der Dienststunden. Ja, also da sollte also noch einiges kommen in Zukunft. Also wenn wir den Zuschlag bekommen vom Ministerium aufgrund dieser Ausschreibung, dann wird in der Richtung einiges noch passieren. Okay.